Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundeskabinett hat strengere Regeln für Vermieter beschlossen. Zum einen soll die Mietpreisbremse verschärft werden. Sie gilt seit 3 Jahren in Ballungsgebieten, hat aber nicht die beabsichtigte Wirkung. Zum anderen ist geplant, Mieterhöhungen durch Modernisierungen enger zu begrenzen. Außerdem sollen Schikanen gegen Mieter mit hohen Geldbußen belegt werden können. In Ballungsgebieten ist es inzwischen ein gewohntes Bild. Wenig Mietwohnungen, viele Interessenten. Die hohe Nachfrage treibt die Preise hoch. Es gibt zwar eine Mietpreisbremse, doch die wirkt offenbar nicht. Jetzt will die Bundesregierung die Bedingungen für die Mieter verbessern. Vor allen Dingen geht es darum, dass die Vermieter, wenn sie mehr nehmen wollen, als sie eigentlich nehmen dürften, also mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, dass sie dann schon beim Vertragsschluss begründen müssen, warum sie das tun. Wenn sie das unterlassen, also nichts angeben, dann muss der Mieter es auch nicht bezahlen. Das heißt, dass es eine verpflichtende Auskunft über die Höhe der Vormiete geben wird. Außerdem, dass eine Begrenzung der Umlage von Modernisierungskosten vorgesehen ist. Und dass das sogenannte Herausmodernisieren, also überzogene Baumaßnahmen und eine übermäßige Erhöhung von Mieten, als Ordnungswidrigkeit geahndet werden soll. Hohe Mieten seien die neue soziale Frage, meint die Justizministerin. Die Verschärfung der Mietpreisbremse ein erster Schritt. Doch die Mietervereine sind skeptisch. Wir befürchten auch, dass viele Vermieter weiter die Mietpreisbremse ignorieren, weil verzichtet worden ist, den Vermietern ein Bußgeld anzudrohen für den Fall, dass sie die Mietpreisbremse nicht einhalten. Zu viel Reglementierung, zu viel Eingriff durch den Staat, meinen die Freien Demokraten. Die Mietpreisbremse verhindert Investitionen, verhindert Wohnraum und sie hilft nur dem einen von 200 Bewerbern, der die Wohnung dann kriegt. Und das ist der Besserverdiener ohne Kinder, ohne Familie. Deswegen lehnen wir die Mietpreisbremse ab. Sie verschärft den Wohnungsmangel nur. Ende September lädt Kanzlerin Merkel zu einem Gipfeltreffen dazu ins Kanzleramt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich 1,5 Wochen nach den gewaltsamen Protesten von Chemnitz im Landtag zu den Vorfällen geäußert. In einer Regierungserklärung sicherte der CDU-Politiker zu, die tödliche Attacke auf einen 35-Jährigen in Chemnitz und die Folgeereignisse aufzuklären. Das Land will einen Opferschutzbeauftragten berufen. Kretschmer verurteilte das Auftreten rechtsgerichteter Gruppen, warnte zugleich aber vor pauschalen Urteilen. Schweigeminute im Sächsischen Landtag. Die Abgeordneten gedenken des Opfers von Chemnitz. Der 35-Jährige war mutmaßlich von Asylbewerbern getötet worden. Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat. Unter diesem Motto stand die Regierungserklärung des sächsischen Ministerpräsidenten. Er forderte einen besseren Grenzschutz und schnellere Abschiebungen. Kretschmer räumte Probleme mit dem Rechtsextremismus in Sachsen ein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Und deswegen müssen wir mit aller Kraft gegen diese rechtsextremistischen Tendenzen arbeiten. Genau das sei bisher versäumt worden, wirft die Linke als größte Oppositionsfraktion in Sachsen dem Ministerpräsidenten vor. Das sind leider wirklich nichts weiter als wohlfeile Worte, Herr Ministerpräsident. Was Ihnen fehlt, ist der Wille, die Haltung der Sächsischen Union zum Thema extreme Rechte zu ändern. Die AfD kritisiert, dass die ihrer Meinung nach überwiegend friedlichen Proteste in Chemnitz zu Unrecht angeprangert worden seien. Es ist kein Zufall, dass die Bürger von Chemnitz jetzt als Nazis stigmatisiert werden, wahlweise von ihnen auch als Rassisten, Faschisten oder Rechtsextreme. Es geht um die Kriminalisierung von Kritik am Regierungshandeln. Als rhetorische Allzweckwaffe von Politik und Medien avanciert der Begriff der Hetze. Der Ministerpräsident rechtfertigt die CDU-Politik der letzten Jahre in Sachsen. Er will aber jetzt mehr Geld für den Kampf gegen den Rechtsextremismus bereitstellen. Äußerungen Kretschmers in seiner Regierungserklärung haben heute eine Debatte über die Deutung der Ereignisse von Chemnitz ausgelöst. Er wies Darstellungen zurück, wonach ein Mob durch die Straßen der Stadt gezogen sei und es Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Damit widersprach er auch Bundeskanzlerin Merkel, die ihre Position heute bekräftigte. Bundes- und Landespolitiker anderer Parteien warnten vor einer Bagatellisierung und forderten Konsequenzen statt Wortklaubereien. Welche Worte beschreiben, was Bilder aus Chemnitz zeigen, wenn ein Mensch verfolgt wird, wenn das Wort Kanacke fällt?
Was ist denn hier verlassen? Ist das eine Hetzjagd? Auch die Bundeskanzlerin und ihr Sprecher hatten das Wort benutzt. Der sächsische Ministerpräsident kommt zu einem anderen Ergebnis. Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben. Und es ist auch notwendig, dass man das in dieser Regierungserklärung genau so sagt. Wortklauberei, ein Streit um Begriffe. Die AfD greift die Kretschmer-Äußerung sofort auf, um die Bundeskanzlerin massiv anzugreifen. Sie habe die Menschen in Sachsen verunglimpft. Wenn Herr Kretschmer, CDU, als Ministerpräsident Sachsens vor Ort feststellt, dass es das nicht gab, dann kann Frau Merkel damit nicht recht haben oder Herr Kretschmer sagt die Unwahrheit. Und Herr Kretschmer sagt hier die Wahrheit. Meuthen fordert von der Bundeskanzlerin und ihrem Sprecher Steffen Seibert eine Entschuldigung. Darauf geht die nicht weiter ein, beschreibt aber die Vorgänge in Chemnitz. Diesmal so. Meine Reaktion ist, dass wir dort Bilder gesehen haben, die sehr klar Hass und damit auch Verfolgung von unschuldigen Menschen deutlich gemacht haben. Von denen muss man sich distanzieren. Das hat Herr Seibert gemacht, das tue ich, das habe ich auch schon getan. Und damit ist alles gesagt. Zur Aufklärung der Vorgänge in Chemnitz kommt jetzt noch ein Streit um Begriffe. Der sächsische Regierungschef sagt später, er sehe keinen Widerspruch zur Kanzlerin. In Hamburg sind am frühen Abend Tausende gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass auf die Straße gegangen. Anlass ist eine Kundgebung des Merkel-muss-weg-Bündnisses mit etwa 170 Teilnehmern. In zwei getrennten Gegendemonstrationen zogen nach Angaben der Polizei rund 10.000 Menschen durch die Innenstadt. Die Hamburger Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße zu verhindern. Der CSU-Politiker Manfred Weber will bei der Europawahl im Mai als Spitzenkandidat der konservativen Parteiengruppe EVP antreten. Er sieht sich damit auch auf dem Weg zur Nachfolge von Kommissionspräsident Juncker, obwohl es dafür keinen Automatismus gibt. Weber ist seit 4 Jahren Fraktionschef der EVP. Weitere Kandidaten können sich noch bis Mitte Oktober melden. Er ist mit 46 noch recht jung und hat noch nie eine große Behörde geleitet. Doch Manfred Weber geht aufs Ganze. Der Fraktionschef der Christdemokraten will Nachfolger werden von Jean-Claude Juncker, als erster deutscher Kommissionschef seit über 50 Jahren. Wir brauchen einen Aufbruch auf diesem Kontinent. Das ist das, was mir wichtig ist, und für das werbe ich jetzt um Unterstützung. Weber gilt als ruhiger, sachlicher Politiker, jemand, der kämpft für mehr europäische Zusammenarbeit. Doch es gibt auch Kritik an ihm. Weber sei zu nachsichtig mit seinem Parteifreund Viktor Orban aus Ungarn, der zu Hause stets Stoppt Brüssel fordert. Es wird Herrn Weber sehr schwer fallen zu erklären, warum ausgerechnet Viktor Orban von ihm und von der CSU ständig nach Bayern eingeladen worden ist und warum sie ihn in Brüssel hofieren. Zudem wird Weber auch noch einige Konkurrenz bekommen. Aus seiner eigenen Partei könnte das zum Beispiel Brexit-Chefverhandler Michel Barnier aus Frankreich sein. Oder eine Frau. Als Kandidatin der Liberalen sehen viele die mächtige EU-Wettbewerbskommissarin Vestager aus Dänemark. Die Kanzlerin äußerte sich heute zur Personalie Weber, ohne ihn ausdrücklich zu ihrem Kandidaten zu machen. Ich begrüße diese Kandidatur. Und jetzt heißt es dann natürlich, die Zeit abzuwarten, innerhalb derer sich in der EVP möglicherweise weitere Kandidaten melden. Die Kanzlerin ist erkennbar vorsichtig. Denn auch wenn ein Deutscher an der Spitze der Kommission ein Erfolg wäre, der Weg dahin ist noch weit. Viele Regierungschefs sperren sich dagegen, einen Spitzenkandidaten aus dem Parlament zum Kommissionschef zu machen. Ein Merkel-Verbündeter tut das ganz ausdrücklich, Frankreichs Präsident Macron. Deutschland und die Türkei wollen nach monatelangen Spannungen ihre Beziehungen wieder normalisieren. Das sagte Außenminister Maas zum Auftakt seines 2-tägigen Antrittsbesuchs in Ankara. Bei Gesprächen mit Staatspräsident Erdogan und seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu ging es unter anderem um noch in der Türkei inhaftierte Deutsche, um die Krise der türkischen Lira und die jüngste Entwicklung im Syrienkrieg. Erdogan will Außenminister Maas in Ankara heute persönlich treffen. Ende September kommt der türkische Staatspräsident nach Berlin. Die gegenseitigen Besuche sieht die Bundesregierung als Chance, bei schwierigen Themen Fortschritte zu erzielen. Immer noch sitzen 7 deutsche Staatsbürger in der Türkei wegen angeblicher Terrorvorwürfe in Haft. Maas will sich in Ankara für deren Freilassung einsetzen. Wir wollen die Gespräche nutzen, alles offen anzusprechen, was uns in der Vergangenheit beschäftigt hat.
Und ich würde mir wünschen, dass der Besuch einen Teil dazu beiträgt, dass unsere Beziehungen zur Türkei wieder besser werden. Bei dem Besuch geht es auch um die finanzpolitische Lage der Türkei. Die türkische Währung Lira verliert dramatisch an Wert, die Inflation steigt. Ankara hoffe auf Unterstützung aus Berlin, erwarte jedoch keine Finanzhilfen, so ein Abgeordneter der Erdogan-Partei AKP. Es geht letztendlich nicht unbedingt darum, dass die Türkei jetzt von Deutschland finanzielle Geldspritzen bekommt. Vielmehr hoffe Ankara auf Investitionen durch deutsche Unternehmen oder eine Erweiterung der EU-Zollunion, was vor einigen Monaten von Berlin noch ausgeschlossen wurde. Ein weiteres Thema war der erwartete Großangriff des syrischen Regimes auf die Stadt Idlib. Die syrische Rebellenhochburg liegt etwa 25 Kilometer entfernt von der türkischen Grenze. In der Provinz Idlib leben derzeit 3 Millionen Menschen. Ankara befürchtet, dass in den nächsten Tagen und Wochen viele Flüchtlinge Richtung Türkei strömen. Die Versorgung der Syrer dürfte Millionen kosten. Hier hofft die türkische Regierung auf Unterstützung aus Berlin. Die britischen Ermittlungsbehörden haben im Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal internationale Haftbefehle gegen 2 Tatverdächtige erlassen. Laut Premierministerin May handelt es sich bei den Beschuldigten um Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes. Auf Antrag Londons soll sich der UN-Sicherheitsrat morgen in einer Sondersitzung mit dem Fall befassen. Dort wollen die Briten den neuesten Stand der Ermittlungen darlegen. Die britische Polizei sucht diese beiden Männer. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht. Etwa 11.000 Stunden Videomaterial haben die Ermittler ausgewertet. Die beiden Männer sollen am 2. März von Moskau nach London geflogen sein, mit russischen Pässen. Am 4. März, dem Tag des Anschlages, sind sie zu sehen in der Nähe von Skripals Wohnhaus in Salisbury. Danach wieder kurz vor ihrem Rückflug am selben Tag. Wir sind uns sehr sicher, dass diese beiden Männer unter falschem Namen eingereist sind. Wer hat sie beobachtet? Wer kennt sie? Wir wollen, dass sich diese Menschen melden und sagen, wer sind die beiden? Sergei Skripal und seine Tochter Julia entkamen knapp dem Tod. Sie waren mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet worden, sowie Monate später wohl versehentlich ein weiteres britisches Paar. Die Frau verstarb wenig später. Ihr Mann hatte den Behälter des Nervengifts gefunden, laut Polizei diese Parfümflasche. Früh hatte die britische Regierung Russland für den Giftanschlag verantwortlich gemacht. Heute fühlt sich Theresa May bestätigt. Die Regierung kommt zu dem Schluss, dass die von der Polizei genannten Verdächtigen Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes sind. Die Reaktion aus Moskau heute nur, man könne mit Namen und Fotos nichts anfangen. In London rechnet niemand damit, dass Russland die Tatverdächtigen wirklich ausliefert. Für die britische Regierung sitzen die Hintermänner in Russland auf ganz hoher staatlicher Ebene. Die Reaktion aus Moskau ist ebenso scharf. Großbritannien solle aufhören, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Auch die Stadt Frankfurt am Main muss im kommenden Jahr Fahrverbote für bestimmte Diesel-Pkw verhängen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschied, dass nur so die Belastung mit Stickstoffdioxid wirksam gesenkt werden kann. Damit war eine Klage der Deutschen Umwelthilfe erfolgreich. Das Urteil gilt von Februar an für Fahrzeuge der Dieselnormen Euro 4 und älter, vom kommenden September an auch für Euro 5. Im Braunkohlerevier Hambach verschärft sich der Streit um ein angrenzendes Waldgebiet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in den Hambacher Forst vorgerückt und hat die Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE bei der Beseitigung von Barrikaden geschützt. Dabei wurden 2 Menschen festgenommen. RWE will hier den Braunkohleabbau vorantreiben und bereitet die genehmigte Rodung von etwa 100 Hektar des Waldes im Oktober vor. Das wollen Naturschützer verhindern. Die Lottozahlen: 3, 9, 13, 15, 37, 46, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. September. Die Ausläufer eines Tiefs sorgen von Westen her für zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Im Westen sind heute Nacht schon einige unterwegs, sonst bleibt es trocken. Morgen zeigt sich abseits von Frühnebel häufig die Sonne. Bis zum Abend breiten sich aber die oft dichten Wolken mit Schauern und Gewittern bis in die Mitte aus. Lokal besteht Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Heute Nacht am Niederrhein noch 17, an den Alpen 8 Grad. Morgen werden in der Eifel 18, in der Altmark 28 Grad erreicht.
Am Freitag Wolken, gebietsweise Schauer oder Gewitter, aber auch mal Sonne. Am Samstag verbreitet freundlich, nur vereinzelt Schauer. Sonntag im Süden viel Sonne, nach Norden hin zum Teil dichte Wolken und etwas Regen. Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Bezahlbares Wohnen, wie die Bundesregierung die wirkungslose Mietpreisbremse nachbessern will. Und Griff nach den Sternen, Manfred Weber im Gespräch über seine Ambitionen auf den EU-Spitzenjob. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.